Ja. Oh, ficken. Ja. Ganz genau. Ich glaube, da bist du der Einzige. Die Sounds allein schon und die kleinen Dinge, die passiert sind und dass ich ein Fadenkreuz habe und ich glaube, ich kann auch gejagt werden und. Ach, hör doch auf mit dem Scheißgeklopfe. Ja, ich gucke und dann machst du wieder Peng. Komm. Once again. Okay, das war jetzt nicht sonderlich. Oh, aber es erleichtert mich. What are you? Methadon. Okay, für uns. Die Tablette in mindestens 3 ml Orangensaft. Bla, lass sie verteilen. Also wir kriegen Methadon. Was ist Methadon nochmal? Weiß ich nicht. Irgendwelche Antidepressiva oder was? Das ist so geil. Ein fetter Spiegel, aber von uns keine Spur. Okay, gut. Finde ich gut. Glaube ich. Alter, was ist das für ein Haus? Ah, okay, good to know. Jetzt. So fucking weird. Ja. Tada! Kind vermisst. Ein 9-jähriger Junge. Höhe vor allem. Höhe 1,50. Braun. Montag, 10. Oktober. Er trug einen dunkelroten Pullover über weißem T-Shirt. Blaue Jeans mit weißen Turnschuhen. Folgende Nummer. Bla bla bla. So. Boah, ich traue diesem Spiel keinen Meter über den Weg, ne? Alter, was ist das für ein Riesenhaus? Was soll der Quark hier immer? Als wären da zugemauerte. Ja. Okay. Oh, what the fuck? Oh, Scheiße. Ich wollte gerade sagen, da liegt ein. Na, das Gegenteil von einem Torso, aber tut's ja nicht. Die Beichte eines Teenagers, okay. Teil 2. Okay, ich hatte einen Traum, nachdem ich letzte Nacht mit dem ganzen rituellen Zeug herumgespielt habe, das ich gefunden habe. Es war weniger ein Traum, mehr wie das Durchleben einer Erinnerung. Diese schreckliche Tür tauchte vor mir auf. Sie hatte diesen Ziegenkopf, der mir Angst machte. Die verlorenen Kinder, ja, genau die aus den Nachrichten, standen da vor der Tür und ich schrie: Klopf nicht an die Tür. Zwei laute Klopfe und ich erwachte in kaltem Schweiß. Ich weiß, es ist nur ein Traum und Baba Yaga ist Schwachsinn, aber es wirkte so real. Schwachsinn. Ohne Wäsche. Warum ist die Tür denn auch auf? Okay, das ist die Mutter. Ich war drogensüchtig und ich hasse diesen Ausdruck, aber es ist wahr. Als es sehr schlimm war, dachte ich, dass es dir mit jemand anderem besser gehen würde. Ich wollte dich früher zurückholen, aber es wurde mir verboten. Sie sagten, ich sei nicht bereit, aber jetzt bin ich es. Chloe, ich liebe dich. Hießen wir Jessica? War das? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwas mit J. Mittelmäßig. Freigeschaltet. Jess, also Jessica, Jess und Chloe. Aber man sieht nur Chloe, wie es scheint. Und ein Bier.
Da ist schon wieder so eine Puppe. Ich ahne Schreckliches. Was habe ich gesagt? Hey Katze, wie geht's dir? Was zum Teufel ist hier los? Ist da noch jemand? Ja? Mami! Und jetzt gehen Türen auf, Matze. Jetzt. Die gehen nicht nur zu. Ja, wo haben wir denn jetzt wieder Licht her? Ich frage gar nicht. Ich bin zufrieden. Ach, Scheiße. Ich würde es geil finden, wenn unsere Protagonistin mal ein bisschen reagieren würde. Aber hey. Mau. Für Reaktionen habt ihr mich? Ich wüsste nicht, wohin ich laufen muss. Wenn ich laufen müsste. Shit. Fick dich! Da ist Resi ein Scheiß dagegen, aber hallo. Ja. Ah. Oh. Da ist nicht mal eine Tür. Kannst du mal sehen? Was schießt mein? Okay. Nee, Chloe ist unser. Süßes kleines Mädchen. Oh, Alter, diese Gesichter hier. Das ist dein Leben. Tagebuch von Jess, 18. Oktober 16. Wenn nur Ben hier wäre. Ohne ihn ist alles anders. Es war meine Stütze. Er war meine Stütze bei allem und so hilfreich beim Sorgerechtsstreit um Chloe. Er hatte recht, als er meinte, dass wir die Vergangenheit nicht ändern können und es ist nur wichtig, dass ich jetzt das Richtige tue. Das Schlimmste daran, Mutter zu sein, ist nicht die Nächte ohne Schlaf. Es ist die Liebe, die man empfindet und keiner bereitet einen darauf vor. Ich liebte Chloe seit der Geburt. Mach einfach einmal. Ich liebte Chloe seit der Geburt, selbst wenn ich unter Drogen war, als ich sie weggegeben habe, als ich Welten von ihr entfernt war und ich liebe sie jetzt. Sie gehört mir und ich werde es nicht zulassen, dass sie mir jemand wieder wegnimmt. Resident Evil 7 ist nicht öde. Es ist nur eine andere Art von Horror, finde ich. Hey, du hässlicher Mensch. Are you fucking serious? Okay. Alter, die Atmosphäre hat's richtig in sich.
Ich will da gar nicht drauf treten. Oh. Lecker. Für alles gesorgt? Okay. Komme ich hier vorbei? Hi. Oh, die Verdeckten sind aber nicht so geil. Schön. Löcher statt Augen. Das ist gerade zu ruhig. Ich weiß das. Ja, und wenn ich es gelesen habe, ist die Kacke am Dampfen. Am I right? Das ist dein Leben. Ja. Die letzten Tage waren so anstrengend. Chloe hasst mich, aber ich gebe ihr keine Schuld. Ich versuche es wieder gut zu machen und ihr zu zeigen, dass ich nicht mehr die Person bin, die für so viele Jahre unfähig war, auf sie aufzupassen. Sie von mir nehmen zu lassen, war die schwierigste Entscheidung meines Lebens. Aber es war die richtige. Ich brauchte Selbsthilfe. Das verstehen Kinder meist nur nicht. Manchmal, selbst jetzt sehne ich mich beim Einschlafen nach einem Schuss. Gott sei Dank habe ich meine Arbeit, die mich ablenkt. Gestern verbrachte ich die ganze Nacht an meiner neuen Skulptur. Ach so, dann ist das von uns. Ich bin mit dem Entwurf immer noch nicht ganz zufrieden, aber es kommt der Sache näher. Ich wünschte nur, ich könnte dasselbe über meine Beziehung mit Chloe sagen. Den darf ich nicht mitnehmen. Bitte was? Erfolg, Wasser. Ihr erwartet doch jetzt nicht von mir, dass ich da diesen Kreis, also, nee. Ach, jetzt muss ich in die Türen rein und da die ganzen Elemente finden, oder was? Okay. Was liebst du? Wo Konfetti herkommt. Ich esse auch immer Pizza, wenn ich Satan beschwöre. Du isst immer Satan, wenn du Pizza bestellst, okay? Was ist denn immer mit Konzetti? Konfetti. Meint ihr damit den Herzinfarkt, oder? Also das Auge kann ich nicht deuten. Das hier wird wohl Feuer sein, das eventuell Wind und das Wind. Strudel. Erde? Oh Gott. Ist hier nicht noch eine andere Tür aufgegangen? Mhm. Ja. Warum machst du das mit mir? Ich hoffe, du stirbst. Alter, jetzt übertreib mal nicht, Mädchen. Oh Gott. Ich sehe so viel. Warum denn Haarspray?
Ich muss jetzt kämpfen mit Feuer, ne? Habe ich recht? Was? In slawischer Volkskunde. Achso, ist Baba Yaga ein übernatürliches Wesen, das wie eine missgestaltete, grausame Frau aussieht? Sie ist die älteste Art Hexe, grimmig und übel. Sie lebt im Fegefeuer und labt sich an Kindern. Sie vermag es nicht, selbstständig Kinder zu jagen. Sie müssen ihr geopfert werden. Sie glaubt, dieses Ritual hilft ihr, den Tod zu überwinden. Okay. Pyrotechnik. Scheiße. Oh Gott. Gott. Besprühen. Ne? Und dann? Das sprüht doch gar nicht doll genug. Wegschmeißen wollte ich es nicht. War das nicht mit linker Maustaste schießen und mit Dingens zielen? Keine Ahnung. Was genau? Was wollt ihr jetzt? Hier. Das macht Sinn. Das macht tatsächlich Sinn. Schon wieder so eine Kackpuppe, ey. Nee, laber nicht. Stand das hier nicht irgendwo an der Wand? Ja, wir haben da rausgeguckt. Hier stand das doch. Diesmal nicht. Na great. Na great. Das ist aber ungeil. Ich bin wirklich verdammt verängstigt. Sie kommen mich holen. Das ist alles meine Schuld. Ja. Also eben warst du noch sehr frech, jetzt scheißt du dir ein? Why? 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 Besprühen. Familienalbum. Ja, das ist die Kleine, die jetzt wahrscheinlich nicht mehr so klein sein wird. Was? Errungenschaft? Gut? Ich bin total gut. Oh nein, Beschwörungsritual. Edelstein des Geistes, Amethyst. Edelstein des Wassers, Saphir. Edelstein des Feuers? Ja. Wasser, Spirit. Erde, Smaragd. Okay. Und der Luftdiamant. Geist, Wasser, Feuer, Erde, Luft. Ja, aber ist doch bescheuert, wenn wir das jetzt machen. Dann rufen wir die Alte doch, oder nicht?
Das wäre kontraproduktiv, oder? Oder wir opfern das Kind versehentlich. Ups, Chloe, das wollte ich nicht. Passiert mir manchmal. Du nervst ganz schön, Mädchen. Darf ich hier mal chillen? Es tut mir leid, bitte hilf mir. Ich meinte das nicht ernst. Of course. Und jetzt bist du ein Monster. Ich kann mir das nicht mal angucken. Ich will mir das angucken. Ach, schon wieder das. Nee, dann will ich das doch nicht angucken. Karte des Hauses? Aber ich kann ja nicht mal ranzoomen. Zielen. Okay. Games Room. Wir sind im Games Room. Ja, was habe ich denn jetzt davon? Hilft mir auch nicht weiter, kann ich mir eh nicht merken.